dran? Nein, da ist das Mikrofon drin. Oh, das war Gott, das runtergerissen. Wie kann man nur? Ja. Klatsch, das wäre aber ärgerlich. Ja, da ist das Mikrofon drin. Was ist das denn? Da ist das Mikrofon drin. Damit das nicht so manchmal ne? gedämmt. Ja, tolle Aufnahme. Kann man auch mal schön rein. Kann man sich mal einfügen. Mach ein paar Bilder von der, vom Weihnachtsnachmittag. Was isst denn du da eigentlich schon wieder? Ist die Automatik jetzt drin? Ja. Ach, da gar kein Wort zu. Hast du da vorhin auch dran rumgedreht? Also da darfst du natürlich nicht beides machen. Ja, warum? Doch, am Zoom ja. Zoom ja. Drehen wir am Zoom. Und kein Cognac gab es heute wieder zum Kaffee. Also ist doch immer das Gleiche, ne? Jetzt kommt der Saisonschlussverkauf, der Winterschlussverkauf. Ja, Winterschlussverkauf. Natürlich, ja, das fängt jetzt nach Weihnachten an. Schon erzählt. Vor Weihnachten kannst nicht. Kannst du kaufen. Damit die Leute eben auch noch... Und dann werden also die restlichen Sachen, die noch übrig sind, zum Beispiel von diesem Lotus-Programm, also diese schönen Komplees, Rock, was Blut, ich der einhalte. Dass der, diese Röcke nicht. Nur diese Strickprogramme davon, da, okay. Die Reste, die noch da sind, das wären... Haben wir früher bei der Verbindung auch mal gemacht. Was hübsch ist das, stimmt. Mhm. So in der Gemeinschaft so. Also wenn wir das muss richtig getränkt sein, ne? Mit der Zuckerhut, sonst brennt der ja nicht. Ohne Alkohol? Ja. Oh, wie das schnürt, ne? Mhm. Hier, man sieht richtig, wie das perlt, der Zucker. Also davon kann ich höchstens ein Glas trinken. Nein, das ist doch der Sinn der Sache. Das ist doch kein, das ist doch nicht der reine Alkohol. Weißt du das? Wer kocht das? Ja, klar. Was kocht denn da? Nein, das ist der Zucker, der darauf titscht immer. Der Zucker löst sich doch auch nicht. Ja. Das titscht. Dann tropft natürlich unten rein. Schön, ne? Ist das nicht schön? Ja. Auch dieser Hund ist ja gut, ne? Die 54. Ja, der muss auch sein. Der andere schmeckt das auch nicht. Ach, das schmeckt auch nicht, wenn man dann, wenn das nicht richtig brennt und dann da nicht richtig drauf. Gib mal drauf. Gut? Hier hinten.
sogar am Griff, guck mal. Ja, da ist doch dieser Schlitz, das soll doch durch den Schlitz machen. Ja! Ja, guck mal, der schmilzt doch jetzt. Siehst du das? Hast du das? Das war gut. Die Feuerwehr. Der Dieter war wuschig. Ja, bin immer ein bisschen drin. Ich kipp nur ein ganz bisschen immer drauf. Ja, ja. Ja. Geht noch ein bisschen weg. Das ist dann nicht überspringend. Nochmal was drauf. Ja, jetzt das sieht das gut aus. Nicht. Das darf doch brennen. Naja, was aus ist, ist aus. Nee, geht nicht mehr an. Soll ich nochmal was drauf machen? Nein, nicht mehr. Jetzt essen wir erstmal. Trinken wir erstmal. Und dann werden wir es sehen. Wenn es dann nicht genügt, dann kommt der zweite drauf. 30 Pfennig. Wieso ist das nicht? Toll. Das, ist das sind doch riesige Dinger. Ja, riesige Dinger. Weißt du, was die wiegen? Was wiegen die denn? 8 Pfund zusammen. 6 Pfund zusammen. Und noch mehr. 8 Pfund. Ich habe 35 mal 30 bezahlt. 9,98. Klar. Na, damit ich das nächste Mal weiß, wie ich sowas auch machen muss. Ach so. Dann muss ich jetzt mal das Ding erst. Das steht alles in dem schlauen Buch. Müssen wir erst den Film mal gucken. Bulli, was machst du da jetzt? Wieso ist denn das in so einem Tuch drin? Das ist mir nicht der Keller. Damit kannst du doch nicht halten. Aus dem einfachen Grund. Hier, hast du nicht genug Wein reingemacht? Nee, nein, nein, doch. Nein. Das ist kein Drittel. Es schmeckt aber. Das hat doch mit Schmecken nichts zu tun. Du musst ein Achtel Liter... Das also lass Liter. Uns doch den Wein lieber trinken, als dass wir da reinkippen. Nein, das ist ein Irrtum. Er muss rein und dazu getrunken werden. Nein, ist genug. Das ist immer dazu. Ist genug. Doch, ich hier oder du? Das ist eben die Frage hier. Nein. Nur noch ein bisschen rein. Das geht ja sowieso kaputt. Das geht ja sowieso kaputt. Das hat keiner gesehen, ob du das da reingekippt hast. Das muss doch jetzt ziehen. Ich kann doch das nicht wieder kalt machen. Der muss doch kochen. Der muss doch jetzt ziehen und siegen. Wenn ich koche, das Wasser kalt. Nee, konnte der noch? Was ist denn? Ist noch roh? Ist das der große? Ja, das ist der große. Oder das kleine Vieh? Warum schmeißen wir den auf den Deckel? Ich hätte noch nichts von mir gesagt. Komm her, gib mal den Teller her, bitte. Nein. Komm her, gib mal. Der Reiner, das ist egal. Also reißt euch zusammen, Video läuft hier mit. Na ja, das kannst du ja nachher sitzen, dann kann der Hund ablecken. Ach, dann mach keinen Fisch. Nein, der darf keinen Fisch. Ist kein Fisch. Damit erst hier, dann da. Abkratzen, wie du willst. Ja, du musst ja auch auf den. Jetzt muss ich das hier erstmal hier rausmachen. Du musst da hinten noch was abmachen. Das hinter bis an die Kiemen. Ja, das kommt Fleisch. Ja, das kommt ja noch, das mache ich ja den nachher. Lügen, darf ich dir jetzt mal hier auch was geben, dass ich da alles habe, dass es dann nicht kaputt geht. Ja. Nicht so roh, Liebling, nicht? Ich muss es mit den Händen machen, dann sieht es ja. Ich bin ja kein. Wenn wir den Kellner nehmen können, uns nehmen können, ne? Meine schöne, saubere Tischdecke. Frisch aus dem Schrank. Dann leg ich die mal. So, wieder für Unkosten hast heute. Das ist jetzt für mich? Ja. Das ist der Knochen, der da. Vorsicht. Das reicht erstmal. Er drettert! Das reicht für mich. Nicht den Teller hinhalten. Ich da mit den Teller. Ich denke, den anderen da hinten. Darf ich da mal runterfassen? Auf die Augen, ne? So glubschig, so dunkel. Im Bögerhof, ach, vor ein oder zwei Jahren haben wir mal Forelle. Bögerhof war früher führend hier. Ja, da sind wir auch in die Forelle. Das sah unselig aus, der Laden. War nicht schön. Bögerhof, aber die Forelle bekannt. Hat sehr gut geschmeckt. Forelle. Ich habe eine gebraten. Müllerin hat mir mal. Da haben wir schon gegessen vor. Ja? Ich meine, ja, dann. Na, ist schon her. Alke hat vorhin so viel vor 50 Jahren waren wir da schon. Vor 50 Jahren? So lange gibt es den Laden schon?
Also ich hab meinen Vetter... Ach ja, doch, die machen ja Reklame da. Also mein Vetter hat eine Freundin, das war die Bitsche, wie hieß sie, Mant. Ja, ich komme so nicht mehr. Ich habe schon zu viel gegessen. Und die hatte damals schon ein Auto. So, das reicht. Aha. Und dann sind wir da hingefahren, zum Essen und nachher zum Tanzen. Oh, gut. Also die lebt heute noch, die Lütche Mant. Die hat nachher einen anderen Steiger geheiratet. Wer? Wer ist das? Wo ist der Mant? Wie ist deine Freundin? Onkel Wilhelm hatte die. Nein, mein Vetter, der gefallen ist. Ach so. Der Böse. Oh, dann sind wir besonders denken. Die hatte einen P4. Damals diesen kleinen Opel. Da sind wir da hingefahren. Sag mal einen anderen Tier noch an. Liesel hieß sie. Liesel Mant. Nein, hier. Ich esse Bauchgang. Ich werde damals ein Auto besser. Also gab es doch keine Möger. Heute ist das ja voll bis dort. Und ist alles umgebaut. Die früher da ist es nicht voll am Mögerhof. Auf jeden Fall, als wir da waren. Da waren wir doch mal hin. Wir sind da mal mit Willige und Lehmchen gewesen. Da war das viel zu voll. Wir haben aber keine Forelle gegessen. Wir haben was anderes. Gar nichts. Also ich kann das nicht empfehlen, das ist nicht besonders toll von innen. Also meine Geburt. Das ist heute natürlich alles umgebaut. Nichts mehr? Aber damals war das Uhr, ja. Wir können ja gleich nochmal weiter. Ach nein. Ich meine erstmal hier. Ich hab doch schon. Rüdiger. Nicht Rüdiger? Schwierig. Auch sagt ihr, es wäre auch schön, wenn ihr alle hier wärt. Ich sage ja, es wäre auch schön, wenn ihr alle hier wärt, aber eben wie gesagt. So Gesicht. Wer sagte das immer? Welche alte Busche? Wie gesagt, so Gesicht. Hier, ich finde das furchtbar. Immer schön Fleisch. Den haben wir nicht erschossen, diesen Hund, hätte ich mal gesagt, diesen Vogel.